Herzlich willkommen zur Videoandacht am letzten Sonntag nach Epiphanias der evangelischen Weserniede Kirchengemeinde in Höxter. Das Stückchen Bibel, der Bibeltext, der heute dran ist, ist ein bisschen spröde und ein bisschen schwierig. Daher möchte ich einen etwas anderen Zugang wählen. Ich hoffe, Sie alle kennen und lieben Fabeln. Einige Fabeln sind geradezu sprichwörtlich geworden, zumindest Sprüche daraus. So zum Beispiel die folgende. Ein Fuchs geht unter einem Weinstock entlang und er sieht ganz oben eine Weintraube hängen. Und er versucht, sie zu erreichen und er springt. Und nach vielen, vielen Fehlversuchen zuckt er innerlich mit den Schultern und sagt, auch wenn diese Trauben schön aussehen, sie sind ganz bestimmt sauer. Die sauren Trauben sind in unserer Sprache sprichwörtlich geworden. Ich hoffe, Sie kennen und lieben Märchen. Ganz besonders die Märchen der Gebrüder Grimm. Hänsel und Gretel, Aschenputtel, der Wolf und die sieben Geißlein, der Froschkönig sind die Titel, ganz besonders verbunden mit den Hauptpersonen dieser Märchen. In der Psychoanalyse haben einige Menschen diese Märchen untersucht und haben festgestellt, dass sie sehr viel menschliche Wahrheit enthalten, sehr tiefgründig teilweise sind, auch sehr facettenreich und variantenreich Märchen. Wie ist es nun mit diesen Geschichten aus der Bibel? Da sind natürlich die Geschichten, zum Beispiel auch die Geschichten im Neuen Testament, die Jesus erzählt hat. Das sind tatsächlich genauso wie Fabeln oder Märchen halt Geschichten, Beispielerzählungen, Erzählungen oder, wie das Wort eben auch heißt, ganz häufig Gleichnisse. Etwas, das eine ist gleich dem anderen Gleichnis. Aber was ist denn mit dieser Geschichte von Jesus selbst? Von diesem Menschen Jesus von Nazareth? Ist das auch so etwas wie eine Fabel oder wie ein Märchen? Oder ist das einfach auch nur eine Geschichte? Oder ist es mehr? Ich denke, eins ist inzwischen unbestritten, nämlich, dass dieser Jesus von Nazareth gelebt hat. Ein Mensch war, er ist geboren. Wir wissen geschichtlich etwas über seinen Tod, denn er ist diesen schändlichen Tod der römischen Besatzungsmacht gestorben. Er ist gekreuzigt worden. Das ist historische, geschichtliche Tatsache. Die anderen Geschichten, die er erzählt hat, und die Geschichten um ihn herum, sind Erzählungen. Erzählungen von Menschen, die damals dabei waren und es weitererzählt haben. Erzählungen von denjenigen, die sie aufgeschrieben haben. Und das ist das, was wir bis heute in Händen halten. Das Neue Testament, die Evangelien, die Briefe. Und die andere Literatur. Was ist aber mit der Geschichte hinter diesen Geschichten? Was ist mit der größten Geschichte der Welt, wie es als Filmtitel in einem Monumentalfilm heißt, mit dieser Geschichte um Jesus von Nazareth? Hier nun der Bibeltext aus dem zweiten Brief des Petrus im Neuen Testament, im ersten Kapitel, die Verse 16 bis 21. Der Verfasser schreibt, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist.
Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Diese eine besondere Geschichte ist hier der Hintergrund. Der Verfasser sagt, dass Menschen immer wieder von dieser Geschichte ergriffen werden. Sie sind dabei gewesen, wie er sagt, oder sie haben davon gehört. Und es hat sie so sehr interessiert und so sehr ergriffen, dass es Veränderungen in ihrem Leben gemacht hat. Vielleicht ist das auch ihre Erfahrung, dass dieser Jesus von Nazareth, von dieser Mensch, von dem gesagt wird, er ist der Sohn Gottes, der so besonders war, durch sein Leben und durch das, was er gesagt hat und wie er es gesagt hat und wie es dann weitererzählt und weitergetragen wurde, in ihrem Leben mit einem Mal etwas ausgemacht hat oder verändert hat. Ich denke, das ist das Besondere und das ist eben keine Fabel und kein Märchen, sondern es ist eine Kraft, die aus den Geschichten von Jesus und um Jesus herum ausgeht. Dahinter steht eben, so wie ich es bezeichne, so wie wir es bezeichnen, das Reich Gottes. Das, was Gott für uns Menschen, für diese Welt und darüber hinaus für unsere Zeit vorhat. Davon hat Jesus uns als Menschen in der Zeit, in der er da war, erzählt. Und er hat es vorgelebt und er hat es teilweise in einer wunderbaren Art auch weitergegeben. Das ist jedenfalls mein Erlebnis damit. Ich denke, Sie haben vielleicht Ihre ganz eigenen Erlebnisse. Hier heißt es, der Verfasser sagt, wir waren dabei, als dieses Wort fiel, das ist mein lieber Sohn. Wir waren dabei, als er verklärt wurde, als er mit einem Mal ein Leuchten von ihm ausging. Nun, 2000 Jahre später sind wir nicht mehr dabei, aber wir haben vielleicht unsere ganz eigenen Erlebnisse und Erfahrungen damit. Und am Ende des Textes heißt es eben, das ist das Wirken des Heiligen Geistes, eine Kraft, die von Gott ausgeht für unser Leben. Keine Fabel, kein Märchen, eine Geschichte, eine menschliche Geschichte und eine Geschichte, die offensichtlich weit darüber hinausgeht. Und die in unser Leben hineinreicht und in unser Leben hineingreift. Eine wunderbare Geschichte, wie ich hoffe, und eine Geschichte, die immer wieder neu geschieht. Amen. Und der Friede, welcher höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lassen Sie uns miteinander beten. Ja, unser Gott, ich bitte dich, sei du bei uns und sei du bei allen Menschen und sorge dafür, dass diese Geschichte von Jesus, von Nazareth, Jesus Christus weitergeht und immer weiter erzählt wird und sich weiter fortpflanzt in unserer Welt und in den Herzen der Menschen. Ich bitte dich ganz besonders in dieser Zeit der Corona-Pandemie, sei bei uns, stärke uns, wenn wir traurig sind, sei bei den Kranken, sei bei all den Menschen, die pflegen und die sich kümmern und die Menschen betreuen. Sei bei all den Menschen, die im Augenblick um ihre Existenz fürchten, aus welchen Gründen auch immer. Herr, sei einfach bei all den Menschen, die uns besonders am Herzen liegen und die wir unsere Lieben nennen. All das, was wir Gott noch bitten wollen, lassen Sie uns zusammentragen im großen Gebet der Christenheit, im Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns alle der allmächtige und der gnädige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.